Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla. So, damit wir das hier schaffen, brauchen wir drei Dolche von drei Töchtern und das kriegen wir erst später und naja. Also holen wir uns das, den, das da hinten und dann geht's zurück nach hier und das da. Also weil die kann man sich easy stacken. Ja, und später irgendwo noch den hier. Aber ich glaube, dann ist das eigentlich. Das ist nicht gut, wenn ich das für die sammeln. Ich weiß aber nicht, ob das eher an Rüstungsset wahrscheinlich gehen. Oder ich muss mal gucken, welches genau ich haben will, welches sich dann voll ausrüste. Muss ich zwischendurch auch mal gucken, dass sich eins vielleicht verbessert. Ich darf hier nicht erwischt werden. Das muss ich noch. Führt mich zum Sieg! Okay, die Arme ist echt dumm. Sorry, aber die Attacke ist ja richtig scheiße. Über die. So. Da sollte die sein. Okay. No. Du entkommst nicht! Du Trottelhirne! Überrasch die Ratte! Sogar die, die deswegen hergekommen sind. Also ich kriege mir die ganzen Magister-Kram. Ich weiß ja nicht, ob man das unbedingt brauchen. Aber nein, ja. Ach, das ist das Schlechteste. Wir werden schon alles benennen, oder? Sehr schön. Guck, jetzt hat sich das richtig gelohnt. So, jetzt müssen wir da hin.
zu warten und ein kleinerer Schatz. Gucken wir uns. Übel fertig gemacht. Ich töte dich! Komm von der anderen Seite! Boah, Alter, was? Ermüdet den Abschaum! Gewirr! Alter! Schwer ran! Komm zurück, du Feigling! Bleib zusammen! Verflucht seist du! Ja! Gut. Okay. Ja. Sicher Vorräte. Ja, oder Eisen dazu wieder. So. Ist hier vielleicht ein kleines Boot oder so? Und da kommen noch viele Hunde dran. Was habe ich denn da markiert? Ich hoffe, ich habe. Das wollte ich markieren. Also da müssen wir schräg drüber. Okay, halten wir uns jetzt nochmal gerade. Eigentlich hat niemand Pferd auch schon, oder? Na, ich glaube, das geht schneller. Und danach können wir schon mal das da markieren. Und da müssen wir noch den Turm. Ich brauche dazu den Schlüssel. Ja. Das ist der Schlüssel. Ach, guck mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich fühle mich schon stärker. Sieg auf ihn. Los. Oh Herr, vergib diesen Männern ihre Sünden nicht. Schicke! Hast du diese Männer getötet? Sie haben sich selbst getötet, als sie diesen heiligen Boden schändeten. Gott erzählte mir alles. Ja, ja. Dann befahl er mir, sie zu züchtigen. Und über dich hat er mir auch viel erzählt. Halt ein, Sechse! Ich will dir nichts tun! Was? Blute, Arschling! Arschling, Alter! Möge Gott dich niederstrecken! Wiederhole es! Was hat dein Gott über mich gesagt? Mein Gott nennt dich den Teufel mit den Krähenaugen. Und er sendet seine Engel, um dich zu finden und zu töten. Und dann werden sie dich in den Höllenschlund werfen, Dämon. Ja, ein Blutgebiet mit Mund. Ein Rätsel, na dann. Der Kratz! Sie wollten die nur noch 60 töten.
Typisch. Zufälliges Weltereignis. Aber krass, dass die Frau einfach alle getötet hatte, ey. Oh. Aber die Nonne freut sich drum, das wird der Titel, die Nonne will uns töten. Das ist echt mal Hammer. Hat sie sich einfallen lassen. Ich hab's gefühlt, da sind ein paar Grafikbugs in der Ecke da. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Sie wurde wohl verriegelt. Hat mich den zu leicht Eingang gewählt. Du bist schon fast voll. Du denkst doch nicht, dass du einfach abhauen kannst. Mein Gott.
Okay. Also von der anderen Seite des Regens geht es da noch rein. Ja, dann gehen wir hier durch. Parieren. Nein. Ärgerlich. Ich wollte gerade Puh zu parieren drücken. Und dann konnte ich nicht. Ich bin jetzt. Oh, leck. Hier unten. Wieder so weit weg. Ärgerlich. Nee, jetzt wird ja alle Tippen Mods. Ich nehme mich gleich mit dann einfach runter. Hier sollte ich vorsichtig sein. Mit Steinen werfen. Mist. Oh nein! Dumm geboren, ja? Oh, meine Waffen brennen! Sehr nice! Das ist gut. Was eigentlich machen. Schätze ich keine Fälle mehr. Oh. Warte, ich habe noch eine Idee. Funktioniert,
Irgendwie brennt die Fackel halt nicht. Mann, ja. Was stellt mit... Schild mit Faustschild. Überlegen, schwerer Schild. Schwerer Schaden wird durch eine erfolgreiche Parade erhöht. Angriff 84, Tempo 22. Block 92. Boah, Alter. ET. Weiß ich nicht, was das leider ist. Aber das Tempo ist halt ultra langsam. Probieren wir mal aus, ansonsten wechseln wir wieder zurück. Jetzt so ab, ne? Okay. Wenn dann gleich mit dem Kampf rausfinden, ob das praktisch ist oder nicht. Parieren und laufen. Ne? Jo. Also, blocken okay, aber ist das? Mir gefällt das besser. Nicht, dass das immer verbessert, ist das auch nochmal gut. Zack, das ist auch nochmal besser. So. Jetzt aber langsam mal. Hier hin. Ups. Und wir gehen hier so rum. Also hier den Weg lang und zack. Oh, reicht den Fall natürlich nicht. Ich finde das halt irgendwann brennt geil. Und uns da Ereignis. Ja! Zum Pool hat er verschüttet, das ist auch mega nice. Ja, hier ist die Brücke. Was ist los, gute Frau? Warum antwortet die Seherin dir nicht? Ich weiß es nicht, aber ohne ihre Tränke ist meine Familie verloren. Die Tür ist verschlossen und drinnen rührt sich nichts. Ich sehe mich lieber mal um. Hier rüber ist noch nichts. Eine Blutspur, die vom Haus wegführt. Hier stimmt etwas nicht. Ich ertrage den Schmerz mit Würde, Freya.
Aber bitte, gib mir ein Zeichen. Ich muss dir danken. Das war sehr freundlich. Deine Wunden sind tief. Solltest du nicht im Bett ruhen, ich trage dich nach Hause. Es ist keine Wunde, doch das Blut ist meins. Ich habe Freyas Segenstrank gebraut für Wachstum auf den Feldern. Blutmet. Gut, du kennst es also. Aus meinem Schmerz entsteht Leben. Oh, bitte, hilf mir zu der Lichtung. Das Feld braucht den Blutmet. Da ist eine Bäuerin an deinem Haus, die ihn auch braucht. Sie wartet sehnlichst auf deine Rückkehr. Oh nein, aber meine Felder. Wenn ich scheitere, ist die Ernte dahin. Bitte, bring mich zum nächsten Blutstein. Seherin! Der Schmerz ist schlimm. Doch ich muss das Ritual beenden. Ich könnte sie zum nächsten Blutstein bringen, um das Ritual zu beenden. Oder ich könnte sie zum Haus zurückbringen, wo die Bäuerin wartet. Na komm. Wir sind da. Bist du stark genug, das Ritual zu beenden? Das bin ich. Aber erst muss ich ruhen. Dann werde ich singen und den Blutmet säen. Das muss ich alleine tun. Ich verstehe. Was kann ich sonst noch tun? Du hast genug getan und dafür danke ich dir. Aber kehre in ein paar Tagen zurück, um die reifenden Felder zu sehen. Das werde ich. Leb wohl, Seherin. Mögen die Götter über dich wachen. Leb wohl. Na, dann. Damit würde ich auch sagen, was das von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir doch gerne eine Bewertung da lassen. Ansonsten, um mich zu supporten, solltet ihr den Kanal natürlich abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Oder rein.